kommt ein Hexer. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Wie läuft das Geschäft? Ich heiße Gerald. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen. Okay, müssen wir nochmal machen. Ich bin bereit. Hört ihr? Endlich ein Kampf! Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Gerald an. Kämpft! Das Fest, das der Hierarch veranstaltet hat, da gab's einfach alles. Das beste Fistel, Mädchen aus der ganzen Stadt, eine Familie von Zwergen und sogar ein gestreiftes Pferd aus den Ländern hinter dem Meer. Läuft sogar besser als vorher. Jawollo, ohne einen Schlag zu kassieren. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Dir stehen zwei weitere Lokalmeister zur Auswahl. Rambok und Mortimer, Hauptmann der Tempelwache. Klar, das ewige Feuer! Cool. Novigrad, Hauptstadt der Welt. Trotzdem lassen sie solches Gesindel rein. Seht mal! Warum bist du auf der Straße, ne? Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. Natürlich, um ihn zu vergiften. Ganz sicher. Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Hör auf, so viel Dankbarkeit ist zu viel für mich. Was für Manieren. Da sind uns die älteren Rassen wirklich um einiges voraus. Was erwartest du denn? Bezahlung? Oder dass ich dir in die Arme falle und vielleicht die Beine für dich breit mache? Geh, wat gern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Okay. Bei dir. Nirgendwo gibt es Schilder. Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Kann sich heutzutage ein Hexer leisten. Meinst du nicht echt? Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Schnell alle mitnehmen. Bevor Soldaten vorbeikommen. Uniform ist gut. Sieht doch gut aus. Wir haben wieder einige Fälle. Verschwinde!
willst du dagegen tun? Da fällt er hin. Bin ich kaputt, ewiges Feuer? Warum ich? Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Da sagst du was. Zerfälle. Das ist wieder ein Waffenschmied. In Lok Moyin ja ein schönes Chaos angerichtet. Warum so eilig, mein Prinz? Ich bin alles so das leid. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Oh. Wie wär's mit dem Bordell heute Abend? Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Wann hast du dir zuletzt die Haare geschnitten? Oh, heiligstes aller Feuer. Deine verdreckte Hose. Ach komm schon, läufst du mir jetzt die ganze Zeit hinterher hier, oder was? Was ist das? Na gut. Was in aller Weg? Und zähl! Auf. Ich hab dich im. Okay. Ich hab Geld verloren. Na toll. Wie viel? Boah, ey, ich habe ja mega viel Geld verloren. War ja fast die Hälfte jetzt. Schon wieder Regen. Mal diese Wachen. Warum so eilig, mein Prinz? Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer widernatürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Krass. Können wir Geralt ein bisschen zum Vögeln schicken. Hast du was zu verkaufen? Parfüm. Ah, okay. Die hat jetzt nichts, was wir wollen. Ich habe Lust, Karten zu spielen. Thank you.
Schöne Karte. Schön. Erste Runde haben wir gewonnen. Gewonnen. Warum so eilig, mein Prinz? Zu spät. Fliegende Fäuste ist noch ein bisschen krass hier anscheinend. Den Quests mäßig. Ja, wir wollten ja zum Tristan treffen. Wir haben auch einen Hexerauftrag gekriegt. Mit Level 16. Katzenschule haben wir auch noch. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du? Ich will Karten spielen. Die krassen Karten kriegen wir wohl nur, wenn wir die Quests zusammen machen mit dem Wind. Boah, ey.
So, den dichten Nebel brauchen wir nicht, weil den kriegen wir mit dem anderen. Die dichtere Kälte kann man. Oh, schön. Das sieht doch schon gut aus. Und der spielt Monster. Na, hätten wir mal doch einmal die andere klirrende Kälte behalten sollen. Hat aber einen Lack. Da nicht drüber, ne? Das ist das Problem. Wir müssen eine klirrende Kälte spielen. Wie fährt er jetzt? 10. Ach, nochmal zurücknehmen hier. Klar, der 5er blieb liegen, oder was? Ah, nice. Das ist gut. Das ist gut. Gut, gut. Das ist noch viel besser. Weil wir haben strömenden Regen. Ein Dreck. Hat er tatsächlich gewonnen, der kleine Hund. Soll ich dir was schärfen? Das will ich nochmal spielen. Wir kriegen aber bestimmt eine Karte. Ich will Karten spielen. Ja, will ich. So ein Kack. Den dichten Nebel können wir jetzt eigentlich rausnehmen. Die klirrende Kälte ist nicht schlecht. Ja, wir können das so lassen, eigentlich. Der ist schon mal gut. Klirrende Kälte haben wir. Das Nebelhorn haben wir. Na, den brauchen wir nicht. Finte ist nice. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen cleverer anstellen hier.
wir mal schauen hier. Der Dinge, die da jetzt kommen. Hat er auf der Hand? Ja, ein paar hat er auf der Hand gehabt. Ja, strömender Regen ist natürlich nicht doof. Aber wir haben nämlich auch kein schönes Wetter, das ist das Problem. Wenn er jetzt passt. Nee. Und gut aus der Hand noch? Ne. Alle aus dem Deck, ey. Boah. Das ist übel. Übel, nübel. Zack. Und da hat er nur noch 20. Okay. Die Runde, die müssen wir wohl aufgeben. Nämlich kein schönes Wetter, um das zu aufzuheben hier, die ganzen Effekte. Jetzt ist die Frage, was seine letzte Karte ist. Okay. Hammer. Nice. Wusste doch, wir können es hier finden. Das kriegen wir da bestimmt auch wieder. Ja, ein Vampir. Yes. Schon wieder Regen. Verdammter Magier. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Gegen den können wir auch Gewinn spielen. Eine ganze Gewinn-Session hier machen, ey. Gule und Argule. Auch nix. Wie wäre es mit einer Partie Gwent? Ah, hier können wir schönes Wetter machen. Nice. Dann machen wir doch das. Geil. Extrem dichter Nebel. Aber Nilfgaard ist krass, ey. Die haben ein krasses Deck. Weil die sich... Was ist das? Na, aus der Hand deines Gegners. Ah, okay. Cool. Ja, Nilfgaard ist halt heftig, ne? Weil die haben halt so viele krasse Sachen, wo die sich halt Verstärkung holen können.
ich spiele gerade nicht mein bestes Gwent auf jeden Fall, aber das mit dem Verbrennen ist auch heftig, ey. Also, das ist richtig krass. Zack. So, 14 Punkte. Ob er die noch schlagen kann? Ja, nice. Hammer. Schon wieder Regen. Verdammte Magier. Nein, das ist der Trog und du bist besoffener. Ich stehe darauf. Du würdest mir große Ehre erweisen, wenn du mir gestürzt würdest. Tödliche Wonnen. Okay. Ein Monster und eine Hexe werden auf dem Markt verbrannt. Sollen sie machen, was sie wollen. Interessiert mich. Laut Hierarch Himmelfahrt sollen alle Bürger der Hinrichtung beiwohnen. Für diesen Sommer. Okay, was haben wir denn jetzt gekriegt? Hexeaufträge? Tödliche Wonne, nice. Jo, die können wir dann auch sogar machen, die tödlichen Wonne. Oh, mehr Gwind. Okay, cool. Kommen wir Katzenschule weiter. So, wir sind jetzt hier oben. Gibt noch richtig viele Anschlagbretter. Hemmelfahrt schnupft zu viel Fistech. Nicht so laut, sonst gibt es noch einen dritten Scheiterhaufen. Und wie sollen wir eine Pestilenz bekämpfen, die ihre Form ändert? Niemand kann sich seines Vaters und Bruders der weiße Wolf oder seiner Frau in meiner Bescheidung sicher sein. Bitte. Seht euren Nachbarn kann ich für dich gut tun? An. Auch er könnte ein Doppler sein. Ergeben wir uns der Unsicherheit. Ich würde gerne. Da bist du hier richtig. Monster und bessere Scharlatane Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Überrennen? Möge die heilige Flamme des Ewigen. Der schreit so viel rum hier. Machen wir erstmal die. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und läutet. Feuer, verbrenne, erleuchte, läutet. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler.
Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Was willst du hier verdienen? Wir haben keine Monster. Die ganze Nacht Huren den Hintern versohlen. Du musst todmüde sein, so blass. Das kann nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, Narbe. Geralt von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Geralt von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Okay. Ah, krass. Also von dem könnten wir jetzt die ganzen Bücher kaufen, die wir noch nicht haben. Necromicon. Achso, alle sind schon teuer, ja. Die ganzen Bücher hier. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze, mit humorvollen Gravuren. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung. Mein Manifest. Das muss es sein. Zwischen den Moribundia, das letzte Ebenbild des Vampirs. Chiromantie oder die vornehme Art der Wahrsagung mit Hilfe von Käse. Interesse an Büchern? Belesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Zeig mir. Gegen den können wir auch Quinn spielen. Oh, was Neues hat er nicht dazu gekriegt. Schau. Hast du Lust auf ein... Gewinn-Session. Gewinnt die Gwind. Obwohl ich ja gerade nicht mein bestes Gwind-Spiel hier, aber... Ah, schönes Wetter sonst. Schönes Wetter können wir, glaube ich, rausnehmen, wenn wir das da mit dem Typen haben. Kriegen wir das nicht doppelt. Krasse Karte. Die ist heftig. Schenkt er mir die erste Runde? Ja. Okay. So. Jetzt müssen wir auf Sieg spielen. Das wird schon böse. Boah, der krasse Karte. Ne? Läuft bei ihm. Wie cool ist das denn? Sie kann Plätze damit holen? Ist ja mies. Okay. Das ist ja scheiße.
starke Karten, ey. Der hat jetzt noch 4 Karten. Ja, das war's. Da kommen wir nie drüber. Kacke. Noch ein bisschen Pech. Alter, hat der gute Karten. Aber wir hatten auch wirklich Pech beim Ziehen jetzt. Da bist du, Javi. Ja. Ich will deine Karte. Hast du Lust auf ein... So, dann können wir schönes Wetter können wir rausnehmen. So. Okay, klirrende Kälte brauchen wir, glaube ich, nicht. Da können wir die... Schon wieder nicht so viel Glück. Wir haben unsere guten Karten wieder nicht gezogen, ey. Boah, ist das böse. Der verdoppelt jetzt einfach nur, ne? Ich habe klirrende Kälte weggemacht. Ist nicht mein Spiel. Gerade. Echt Pech momentan. Natürlich noch bessere Karten, ne? Müssen wir mal sehen jetzt, was wir kriegen. Au. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn es ihm mehr hilft, aber... Was wir kriegen? Naja. Nicht verloren. Boah, doch. Die ist blöd. Ah, okay, die macht ja nur verbrennen, wenn... Die ist krass, ey, wirklich. Okay, das können wir noch schaffen. Vielleicht locken wir eben noch eine raus. Na, sehr gut. So. Okay. Jetzt müssen wir 3 gegen 3 spielen und hoffen, dass wir die Runde gewinnen. Seine krassen Karten haben wir ihm rausgelockt. Also so ein paar zumindest. Mal weiß ich nicht. Boah, Geralt, eine 15er. Ist nicht sein Ernst, ey. Alter. Was ist jetzt? Er hat einfach 35 Punkte zum Schluss. Okay, der ist alt. Also. Das ist ja echt heftig, ey. Zweimal gegen den jetzt verloren. Ja, der ist noch zu krass, leider. Gegen den können wir noch nicht gewinnen.
Haus haben wir. Warum haben wir denn jetzt schon wieder Skellige hier? Ich will nicht Skellige. Ich will jetzt erstmal die Katzenschuhe-Ausrüstung holen. So. Flüchtiger Dieb. Jo, okay. Cool. Also wir haben auf jeden Fall wieder richtig viele schöne Quests, lieber. Durch die Anschlagbretter hier. Richtig viele Quests gekriegt jetzt. Was war das? Götter! Der Sensenmann kommt mich rollen. Kommen wir da rein? Ich glaube schon. Müssen wir nach vorne einfach weiterlaufen. Dann mal gucken. Die Katzenschule finden. Evienda hat sein Herz. Was für eine Anmut, was für eine Eleganz. Die Schwarzen? Redania? Hauptsache mit dem Zahn und Schlagen. Ach, nichts ist so schwarz. Ein ganzer Tag verschwendet. Noch mehr Treibgut aus Temer. Da herrscht Krieg, Meister. Velen ist eine Brutstätte der Hexerei. Noch eine Wegmarkierung. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Müssen wir jetzt auch hier runter. Hier. Na, guck mal, haben wir gefunden, die Höhle. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Speichern wir mal. War ja klar, dass wir das nicht einfach so kriegen. Thank you.
Nebenarme nach. Okay, hier war leider noch nicht die Hexerausrüstung. Schade, muss man ja mal so sagen, ne? Ich sehe gerade, ich mach mal lieber nochmal Licht an. So, jetzt seht ihr mich auch wieder, ne? Ja, sollt ja nicht im Dunkeln mich hier so sehen. Ich muss ja hier oben im Dunkeln spielen. Immer in diesen Höhlen. Gut. Katzenschule. Ja, machen wir mal die Kohle mehr. Räumen wir mal auf. Hier geht's noch mal oben. Gucken, was da hinten ist. Geht's noch mal hinten. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Okay. Ah ja, okay, also hier ist noch irgendwie eine Rätsel oder sowas, das machen wir gleich. Machen wir erstmal oben die Tür auf und gucken wir mal, was wir da noch finden. Ach, kommt schon. Ernsthaft jetzt? Interessant. Was denn? Willst du mir was darüber erzählen, oder? Gemäß den Anweisungen unseres Leiters, Irineo Blabfa Steingart, haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen
okay. Jetzt irgendwo noch Inschrift oder sowas? Da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich in diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch wie versprochen das Rezept meines berühmten scharfen Huhnkürbiseintopfs auf. Okay. Super. Jetzt haben wir ein Rezept. Also ich denke mal, die sollen alle nach innen gucken, wenn ich das richtig... Sieht ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, Alter. Die Ringgeister. Gucken sie alle hier nach. Halten sie alle ihre Schwerter fest, gucken nach innen. Einer von uns. Jo, nice. Komm schon! Den muss ich jetzt in Kauf nehmen. Zack. So. Alle drei erwischt hier. Yay, ich hab einen Schlüssel. So, gibt's ja noch irgendwas? Motten gucken hier. War jetzt nur für den Schlüssel. Okay. Nahtbolt. Gut. Nächstes Mal können sie mir die Tür aber auch gleich aufmachen. Also. Wer glauben die denn, mit wem sie es zu tun haben? Geralt von Riva. Von der Wolfsschule, mit der Greifenschule an. Hallo. Was ist das? So, nächster Dämon. Licht gut. Licht böse. Okay. Nur Schmerz. Na, dann komm her. Es ist doch nicht zu Ende. Alter. Okay, der ist von der Katze. Aua! Aua! Junge! Krieg dich mal ein. Blutest du etwa? Nö. Geringfügig. Alter! Nicht gut. Nicht böse. Nur Schmerz. Der ist gut, ey. Mit seinen Quenzzeichen. Ist nicht schlecht.
Da muss ich mir ein bisschen mehr vorbereiten bei dem Typen. So, Hexer gegen Hexer ist ein bisschen krass. So, als erstes. Zack. So, jetzt haben wir wieder 4 Schwalbe. Das ist schon mal gut. So, dann brauchen wir Katze, wir können das sehen. Honig, Waldkauz. 300 Vitalität. Ja. Plus 5% Ausdauer, Regeneration und Kampf. Okay. Okay. Licht gut, Licht böse, nur Schmerz. Es ist doch nicht zu Ende. Sein Quenchschild macht auch übelst Damage. Der hat mich auch anvisiert. Nicht gut, nicht böse, nur Schmerz. Boah, okay. Katzenschule haben wir. So, die Katzenrüstung haben wir jetzt auf jeden Fall. Wir müssen noch die Schwerter finden. Okay, der war aber ein bisschen krasser jetzt. So. Durchsuche das Wrack des fliegender Hirsch. Okay. Das wurde aber vorher nicht angezeigt, oder? Soll das jetzt sein? Da drüben. Okay. Jo, krass. Müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Ein bisschen mit dem Boot. Aber wenigstens haben wir schon mal die Katzenschule. Das war schon heftig, muss ich sagen. Sogar wieder einmal gestorben.